Sie Lords und Sie Ladies, den Ron Kubai hatte ich euch vorgestellt und gesagt, er sei gut zum Mixen. Ja, das machen wir jetzt. Und zwar on a wave. Wie immer zum Mixen, erstmal Shaker. Schon mal mit Eis drin. Passt. Und jetzt Essen, Trink mit Gin. Naja, Gott, wie das Rezept das sagt. Dann kommt da Gin rein. Und zwar 3 cl. So. Der Gin. Dann 3 cl von unserem Ron Kubai. Ach, das ist so schön mit dem Ausgießer hier. Kannst du super dosieren. So, 3 cl. Adios. Und 2 cl Blue Curaçao. Sonst wird es ja keine Welle. Und rein damit. Dann spielt das Rezept noch von 9 cl, also 90 ml Ananassaft. Also holen wir hier mal den großen Jigger raus. 1 und 2. Wie immer natürlich frischer Limettensaft. 3 cl kommen da rein. So, und bisschen zur Seite kippen. So. Damit das Ganze nicht allzu sauer wird, auch noch eigentlich 2 Dashes Simple Sirup. Ich nehme mal hier einen Barlöffel voll. So, das sind ungefähr 5 Milliliter. Kommt, das kann er vertragen. Das Ganze kommt natürlich in ein Glas und wird jetzt von mir geshakt. Und ab geht er. Ja. So, ich spare mir heute mal das Double Strain. Und gieße das Zeug einfach so ein. So. Ah. Übrigens, dieser Drink ist nicht zu verwechseln mit einem Blue Lagoon. Warum? Erstmal hat ein Blue Lagoon nur 3 Zutaten. Natürlich Blue Curaçao, ganz klar. Dann kommt so ein bisschen Bitzel mit rein mit der Zitronenlimonade. Und Basisspirituose ist Wodka. Kann man machen. Ich mach sowas hier. Das ist er also, der On A Wave. Und natürlich muss ich auch probieren. Dafür Röhrchen rein und glücklich sein. Ich sag mal Prost, ne? Die Komponente, die hier rauskommt, ist eher der Ananassaft. Blue Curaçao, ja, so ein bisschen Bitterorange schmeckst du schon. Der Rum kommt eigentlich gar nicht vor, der Gin macht's ihm nach. Also eigentlich ist das so ein bisschen aufgepeppter blauer Ananassaft, würde ich sagen. Aber gut, an so einem lauen Sommerabend macht ja auch was her, ne? Hier, so mit dem Schaum oben drauf und so, kann's eigentlich nichts verkehrt machen. Also Freunde, bitte, der On A Wave, und wenn euch solche Drinks gefallen, unten ist wie immer der Abonnieren-Knopf, macht das Glöckchen an, dann seid ihr jedes Mal dabei, wenn es einen neuen Drink gibt. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr immer wieder einschaltet, sei es für Rums, sei es für Cocktails. Bleibt dabei und ich sag tschüss und bis zum nächsten Drink.